Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 22. Juni. Ich grüße Sie an dieser Stelle, hoffe, Sie hatten ein gutes Wochenende und wir wollen uns gleich mal den Markt anschauen, der hier natürlich heute sehr stark durch Spekulationen rund um Griechenland geprägt sein wird. Aber auch hier ist es natürlich ganz klar, dass die Ausschläge, auch wie in der letzten Woche, natürlich auch immer sehr erratisch sein können und der Markt natürlich hier insbesondere auf Schlagzeilen hofft und das kann zu erhöhter Volatilität führen, die man immer mit einer gewissen Vorsicht natürlich im Auge haben sollte. Wir wollen aber das britische Pfund betrachten, das sich bislang hier noch in einer, ja, relativ gesehen ruhigen Range befindet. Wir sind aktuell nur 40 Pips gelaufen. Wir sehen hier links den Stundenchart. Allerdings kommen wir aktuell von den Tageshochs wieder ein Stück weit zurück. Dennoch fällt auf, mit Blick in die vergangene Zeit hier auf kurzfristiger Ebene, dass wir im Stundenchart-Intervall eine Range aufgebaut haben, die sich hier in diesem Bereich grob befindet. Wir machen das mal in einer gelben Zone fix. Zudem haben wir hier einen Supportbereich etabliert, der, sofern er denn hält, der den Markt stützen dürfte. Wir sprechen hier vom Niveau rund um 1,5845, 1,5840. Diese Zone, ganz wichtig, auf Intraday-Basis geht es hier per Stundenschlusspreis drunter, könnte das kritisch werden. Aber 40 Pips sind wir bislang gelaufen und das bleibt mal interessant zu beobachten, wie es denn für das Pfund heute noch weitergeht. Denn neben der Betrachtung des Stundencharts wollen wir auch, wie zumeist, jetzt muss ich nur kurz mal lokalisieren, dass er hier reinkommt. Die Wochenchart-Statistik will offensichtlich nicht, bricht uns aber auch nicht das Genick, denn Tatsache ist, das britische Pfund befindet sich, wenn wir hier auf den Tageschart gehen, ja, seit Anfang Juni in einem förmlichen Rallye-Rausch, in einer förmlichen Rallye-Explosion. Sie sehen hier, seit, ja, dem Tiefpunkt von Anfang Juni gibt es eigentlich nur eine Richtung. Es wurde auch jüngst ein neues Jahreshoch gemacht. Und das sehen wir hier mit dem Überwinden der Marke von 1,58 bereits in der vergangenen Woche. Allerdings faktisch natürlich auch zu sehen, dem Markt fehlte hier unlängst ein Stück weit die Kraft, weiter nach oben aufzudrehen. Wir konsolidieren hier vielmehr die letzten Tage, also hier insbesondere nach dem Hoch vom Donnerstag, dann hier eine leichte Konsolidierung am Freitag. Und jetzt sieht es eben so aus, als würde der Markt nochmals ein Stück weit durchschnaufen wollen. Hier mit Blick auf Tagesbasis sehen wir sehr, sehr schön den Bereich um 1,58. Also wir haben oberhalb der Marke von 1,58 hier auf Tagesbasis 1,5815, 1,5810 ein sehr, sehr wichtiges Support-Level, was hier im Sinne eines Pullbacks jedoch angesteuert werden könnte, was dann natürlich das britische Pfund in eine interessante Ausgangslage bringt für einen Anstieg bis hier zum, das scrolle ich mich mal ein Stück weit raus, bis zum bereits hier lokalisierten Widerstandsbereich um die Marke um 1,60 herum. Soll heißen, wenn der Markt natürlich hier im Bereich 1,58 abprallt nach oben, dann hätte man hier sehr, sehr gute Chancen unter engem Chance-Risiko, also unter einem engem Risiko mit guter Chance, hier auf eine erneute Aufwärtsbewegung in Richtung 1,60 zu hoffen. Denn fängt sich der Markt bereits hier, beziehungsweise das britische Pfund vielmehr, dann hat man hier die Ausgangssituation, dass es natürlich dann relativ zügig wieder hochgehen kann und die kurze Konsolidierung auf hohem Niveau unterstreicht dann praktisch das generell vorherrschende Kaufinteresse, was grundsätzlich bis zur Marke von 1,60 führen dürfte. Wir sehen auch hier im Tageschart zusätzlich noch eine Horizontalunterstützung im Bereich 1,58. Wenn wir ein Stück weit hier in die Vergangenheit gehen, sehen wir hier diese Kerzen vom November letzten Jahres, hier auch Hochpunkt vom Ende November, das können wir ein Stück weit rüberziehen, und da haben wir ja gleichzeitig noch in dem Bereich eine Horizontalunterstützung. Also sehr, sehr wichtiges Level 1,58. Wenn es dahin geht, aufpassen, was das Cable dann da macht. Wir sehen hier aber aktuell, gehen wir schon in den Stundenchart hier auf die erste Unterstützung zu, 1,5845, wie eingangs besprochen. Hier bei 1,58 hätten wir dann die nächste Unterstützung. 43 Pips bislang das Pfund gelaufen. Wie gesagt, es ist eine durchschnittliche Range im Bereich um 120 Pips, 110 Pips zu erwarten. Das heißt, wir haben heute noch 60, 70 Pips Potenzial. Jetzt jüngst auch gleich ein neues Tagestief. Also das sieht hier sehr, sehr spannend aus. Und deswegen wollen wir hier auch noch mal kurz in den 15-Minuten-Chart gehen, der uns das hier im MetaTrader 4 von JFD noch mal ein Stück weit verdeutlicht. Heutiger Pivotpunkt 1,5867. Und wir sind hier im Bereich der Tiefspreise. Und wenn wir uns hier nach unten orientieren, dann sehen wir hier das Vortagestief vom Freitag im Bereich 1,5835. Wir sehen ein Stück weit tiefer 1,5815, das Vormonatshoch.
Und das sind hier ganz, ganz wichtige Unterstützungszonen, die, wenn das britische Pfund hier hinläuft, neben dem, was wir gerade am Stundenchart und auf dem Tagesschart gesehen haben, eine sehr, sehr schöne Stauzone bilden, Unterstützungszone, Nachfragezone, die dann das britische Pfund beflügeln könnte. Wir hatten heute Morgen schon auf dem JFD-Stream das britische Pfund hier mit der FTSE-Logik beleuchtet und die zeigt eigentlich für heute hier eine Tendenz an. Sie sehen es, die reicht hier deutlich tiefer als 1,58, aber hier geht es nicht primär um den genauen Pip, um den genauen Punkt. Hier geht es vielmehr darum, wohin denn die Tendenz gehen könnte und die zeigt zunächst abwärts. Auch wenn hier Preise von 1,57 möglich scheinen, man darf es nicht ausschließen, es kann alles dazu kommen, aber hier haben wir eben starke Unterstützung im Bereich 1,58, 1,58,15, 1,58,45. Hier ist eine ganze Stauzone an Unterstützungsleveln und insofern, selbst wenn die Tendenz hier zunächst weiterfallende Preise begünstigt, da könnte sich hier ein Boden bilden. Also sieht erstmal nach weiterfallenden Preisen aus. Gute Chancen im Bereich hier vielleicht sogar 70 Pips nach unten, dann wäre die Range auch nahezu ausgefüllt. Wie gesagt, wir sind jetzt hier ein Pip vom Tagestief weg. Hier unten ist die Average True Range der letzten 14 Tage. Maximum könnte sogar hier bis 1,5796 gehen. Das bleibt mal abzuwarten, aber auf jeden Fall das britische Pfund, das käme heute sehr, sehr spannend. Deswegen halten Sie das mal im Auge. Ich denke, es kann sich lohnen. Der Montag ja generell eher ein Tag der Ruhe bzw. der Findung, aber das denke ich, wird gerade wegen Griechenland hier eher weniger der Fall sein. News ansonsten haben wir aus England heute nicht dazu erwarten. Vielmehr noch Sondertreffen der Finanzminister, Sondergipfel der Eurozone und. Das heißt, das wird heute den Markt bewegen. Insofern erratische Bewegung durchaus einkalkulieren. Also in diesem Sinne, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg am Markt. Und wenn Sie mögen, hören wir uns ein Stück weit später wieder zur DAX-Beschau der neuen Woche beim JFD Live Trading TV auf dem Desktop direkt oder aber natürlich, wenn Sie mögen, spätestens morgen zum nächsten Devisenradar. Bis dahin, viel Erfolg, Ihr Christian Kämmerer.